so schnell wie. Hallo? 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 Ich bin auf der Szene. Ich möchte das auch nicht werden, ja. Beim Erhalt des Schulen und Apps für die Smartphones liefern uns fast das Lieber Bürgermeister, lieber Lehmann, liebe Frau Ministerin Schneider, lieber Minister Gerber, vor allem liebe Mitglieder der Handwerkskammer aus Brandenburg und liebe Mitglieder der IHK aus Brandenburg. Wenn man heute die Entwicklung der letzten Jahre anguckt, dann ist der Ort dieses märkischen Abends sehr symbolisch gewählt. Da drüben geht es um die weiteren Sprünge. Insgesamt geht es in der Wirtschaft ja auch ein bisschen zu, wie beim Sport, schneller, höher, weiter. Bürgermeister, vielleicht noch abschließend ein Satz zu Ralf Lehmann. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht, aber ich bin auch sehr froh, dass Albrecht Gerber gemeinsam mit unserer Sozialministerin einen Weg gefunden hat, der für Bad Freienwalde ein Weg ist, um den Kurstadtstatus zu behalten. Es ist für diese Stadt immens wichtig, dass dieser Status beibehalten wird. Es ist aber auch wichtig, dass dieser Kurstadtstatus für ganz Brandenburg an bestimmte qualitative Merkmale gebunden sein muss. Beim Aufbau und Erhalt des Wintersports in Bad Freienwalde wird der Landesregierung des Landes Brandenburg der Ehrenpokal des Jahres 1923 Bad Freienwalde e.V. verliehen. Und kann man es besser tun, wenn man es dem Ministerpräsidenten überreicht. Der Anlass passt und wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank. Aber der eigentliche Dank, der gilt den vielen Engagierten, vor allem mit den Kindern und Jugendlichen seit vielen Jahrzehnten eine richtig, richtig gute Arbeit leisten. Wie bewegt uns dazu, dass wir so gerne nach Bad Freienwalde kommen? Und ich glaube, wir werden das demnächst auch öfters tun. Und uns nochmal sehr, sehr herzlich bedanken. Ja, genau. Herzlichen Dank, liebe Freunde aus unserer befreundeten Stadt und aus dem befreundeten Verein aus Böhmen. Wir hoffen, dass ihr einen angenehmen Aufenthalt habt hier in Bad Freienwalde und dass wir uns noch zu möglichst vielen Wettkämpfen hier in Bad Freienwalde wiedersehen wollen.